Heute werde ich mal eine Erklärung eines Bildes geben in deutscher Sprache. Das ist natürlich immer noch in meiner Muttersprache. Ich habe mein ganzes Leben lang mit meiner Mutter immer in Deutsch gesprochen. Das Bild geht um die Oppression, das heißt die Unterdrückung in Deutsch. Und es ist ein Bild, was sie vor mehr als 20 Jahren gemalt hat. Aber leider war das so, dass es war ein Auftrag von jemandem, aber derjenige war nicht mehr interessiert. Begründet war, weil meine Mutter zwar vier Figuren bei die Arches hinzugemalt hat. Und diese Figuren etwas fragwürdig waren, etwas nicht, was sehr harmonisch wirkte, so genannt. Meine Mutter war noch nie ein Fan oder ein Person, der Blümchens oder Arbeitergruppen gemalt hat, letztendlich. Das ist auch der Grund, warum meine Mutter auch immer Probleme hatte in der DDR. Ich möchte mich etwas entschuldigen. Ich habe einen Berliner Dialekt oder vielleicht eine Mixtur zwischen Deutsch und Englisch. Es ist kein DDR-Dialekt, wie vielleicht manche denken. Das ist einfach, dass im Prinzip ich immer mit meiner Mutter in Deutsch gesprochen habe und dass das demzufolge eine Selbstverständlichkeit ist für mich, um das auch so zu sprechen. Das Bild, die Oppression, die Unterdrückung, ist eigentlich ein harmonisches Bild. Man sieht einen Wasserfall, man sieht einen See, man sieht die schönen Berge und die Wolken und dann natürlich die Arches. Und dann sieht man diese vier Figuren. Der Mann, den man sieht, wenn man genauer hinschaut, hält eine Pistole in der Hand. Er will sich selber das Leben nehmen. Und die Frau, die vor ihm steht, will im Prinzip ihm ausreden, dass es nicht lohnenswert ist. Und neben diesen zwei Menschen siehst du noch zwei Menschen, eine Frau an der Kette. Und die Kette leitet zu einem älteren Mann, der versucht im Prinzip Kontrolle auszuüben auf sie letztendlich. Also man hat eigentlich Unterdrückung in verschiedenartigen Formen. Ilona wollte damit im Prinzip zeigen, dass Unterdrückung psychisch und auch körperlich stattfinden kann. Und Unterdrückung sehen wir ja heutzutage, wie mit Russland umgeht, mit anderen Menschen so genannt, ohne überhaupt sich fragen, ist es eigentlich richtig, ist die Ideologie eigentlich richtig und ist man eigentlich damit zufrieden so genannt. Es ist einfach im Prinzip, andere Menschen zu zwingen, in jeglicher Form, so wie Cancel Culture. Ich habe manchmal den Eindruck, man will bei mir mich canceln, aber das ist okay. Das stoppt mich nicht, um weiterhin zu erklären der Bilder und auch vielleicht andere Dinge zu machen. Aber wie gesagt, es ist Cancel Culture und so viel viele andere Dinge heutzutage auf der Welt, wie Online-Informationen, falsche Informationen zu verbreiten, ist alles eine Form von Unterdrückung und Kontrolle auch letztendlich. Es ist nicht eine Form, um letztendlich zu sagen, okay, das ist so oder so. Nein, das ist einfach, um letztendlich eine Art Kontrolle und Druck auszuüben, letztendlich über einen anderen Menschen, so genannt, und Lebewesen vor allem. Wir machen das auch häufig mit Tieren. Das ist in ganz kurzem gesagt. Es ist Frühling, immer noch ganz kalt. Sicherlich noch nicht sommerartig, aber das ist erstmal eine kurze Introduction über das Bild. Und Oppression ist ein ziemlich großes Bild. Ihr könnt auch adumieren. Ich bin kein Profi hier. Ich sage es nur. Zum Teil ist auch so, dass ich die Bilder erkläre. Es bringt mich etwas nahe zu meiner eigenen Mutter. Ich vermisse sie sehr und ja, ich hatte mir alles anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre noch da. Sie könnte noch weitermalen und das ist sie natürlich nicht. Und ich natürlich male auch, aber keiner malt so, wie sie gemalt hat. Und das sollte man sich auch hinter die Ohren schreiben. Das ist nicht so einfach gemacht, wie man sich das vorstellt mit ihren Bildern. Sie hat sehr detailliert und sehr vereinzelt gemalt. Natürlich sind eigentliche Bilder auch zum Verkauf da. Also wenn jemand interessiert ist, wer weiß, kann ich ja im Prinzip von meiner Mutter die Schulden abzahlen damit. Aber wie gesagt, zum Großen und Ganzen ist es so, dass die Oppression sehr harmonisch ist, so wie man in Englisch sagt, if it's too good to be true, then it probably is. Das ist eigentlich, was das Bild aussagt. Es sieht harmonisch aus, es sieht lieblich aus. Man könnte sich eigentlich gar nicht was denken dabei, aber in Wirklichkeit sieht man, dass unter die harmonische Variante
was ganz Extremes existiert. Also tschüss und bis nächstes Mal.